So wird das Samsung Galaxy S22 Ultra aussehen. Und wenn du wissen möchtest, was wir alles erwarten dürfen, dann solltest du dranbleiben. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Samsung Galaxy S22 Ultra. In diesem Video werde ich euch exklusiv verraten, was ihr in diesem Smartphone erwarten dürft und ob es damit wirklich Ambitionen hat, das beste Smartphone im Jahr 2022 werden zu können. Wenn euch solche Videos übrigens gefallen, macht es euch leicht, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und bevor ich zu viel Zeit von euch in Anspruch nehme, würde ich einfach sagen, los geht's. Bereits beim Display möchte Samsung deutlich machen, dass man das Beste bietet, was im Jahr 2022 erwarten darf. Denn hier hat man ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display verbaut mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Diese ist natürlich adaptiv und bei der Helligkeit, ja, da möchte man ordentlich reinhauen, denn bis zu 1750 Nits sind im Peak möglich, also wirklich im höchsten Punkt. Dass wir hier ein Curved-Display haben, das darüber hinaus eine QHD Plus Auflösung liefert, das ist wohl kaum der Rede wert. Beim Gewicht hat man 228 Gramm in der Hand und in Relation zur Displaygröße ist das eigentlich noch relativ okay. Unter der Haube werkelt der Exynos 2200. Ja, für viele von uns wäre es vielleicht schön gewesen, den Snapdragon 8 Gen 1 zu bekommen, doch den gibt es nur in den USA, China und Kanada. Alle anderen, so wie wir hier in Deutschland, werden den Exynos 2200 bekommen. Der ist natürlich die logische Weiterentwicklung des 2100ers aus dem vergangenen Jahr und hier muss man wirklich sagen, dass Samsung sich die Mühe gemacht hat, wirklich da nochmal besser zu werden. In der Realität, behaupte ich, werden die wenigsten den Unterschied zum Vorgänger merken. Außer bei der Bildbearbeitung, denn hier hat man schon im vergangenen Jahr feststellen dürfen, dass die Modelle mit dem Qualcomm-Prozessor doch nochmal einen Tick besser sind als die mit dem hauseigenen. Aber schieben wir das auf Seite, ihr könnt hier zwischen 8 und 12 GB RAM auswählen und beim internen Speicher zwischen 128, 256 und 512 GB. Und apropos Kamera, betrachtet man das Kamera-Setup auf der Rückseite, wird zum einen deutlich, dass man das Design ein bisschen angepasst hat. Mir persönlich sagt es ehrlich gesagt nicht direkt zu, viele von euch haben aber gesagt, dass ihnen das Design gefällt. Wir haben hier ein Quad-Kamera-Setup, bestehend aus einer 108-Megapixel-Hauptkamera. Dazu gibt es eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 120 Grad und nochmal zwei 10-Megapixel-Kameras und die werden beim Zoom echt interessant. Denn zum einen haben wir einen dreifach optischen Zoom und einen zehnfach optischen Zoom hier verbaut. Insgesamt ist dadurch ein hundertfacher Superzoom möglich. Eines der wichtigsten Dinge für Samsung ist in diesem Jahr die Super Resolution. Dahinter verbirgt sich das perfekte Zusammenspiel aus der Hauptkamera und der Ultraweitwinkelkamera. Eine der beiden Kameras ist für die Tiefe zuständig und die andere dann für die Klarheit. Und durch die Berechnung des Samsung-Chips wird das Ganze dann zu einem Bild zusammengesetzt und dadurch soll der Hauttyp bzw. die Bilder noch klarer und so werden, wie man sie eigentlich in Wirklichkeit erlebt. Bei den Videoaufnahmen ist jetzt außerdem 8K mit Super HD möglich und dabei handelt es sich um eine neue Stabilisierung. Das Wichtige daran, Samsung sagt selbst, dass das der größte Fortschritt ist, den sie bis jetzt in Videoaufnahmen hier gemacht haben. Trotzdem stellt sich für mich dann ehrlich gesagt die Frage, wer braucht 8K-Aufnahmen? Aber es ist wie immer im Smartphone-Bereich, man braucht nicht wirklich alles, doch es zu besitzen, das ist dann am Ende das große Ziel von vielen Techies da draußen. Auf der Front oben mittig eingelassen hat man dann übrigens noch die 40-Megapixel-Kamera. Viele hatten ja hier bereits darüber spekuliert, dass man vielleicht die Kamera unter dem Display bekommt, so wie wir es im Samsung Galaxy Fold 3 erlebt haben. Doch ich persönlich finde, es ist richtig, den Schritt zu gehen, hier 40 Megapixel anzubieten und mehr auf die Bildqualität zu setzen, als auf den Effekt, dass die Kamera unter dem Display verschwindet. Mit 5000 mAh ist der Akku verhältnismäßig groß berechnet. Der kann jetzt, und das ist ein Novum, mit 45 Watt schnell geladen werden bei Samsung. Damit liegt man zwar immer noch hinter chinesischen Herstellern zurück, trotzdem ist man einen großen Schritt gegangen. Und in Realität soll das Ganze dann bedeuten, dass ihr das Smartphone in etwa einer Stunde von 0 auf 100 aufladen könnt. Interessant ist natürlich dann die Screen-On-Time, die am Ende dabei rumkommt. Natürlich kann das Smartphone noch kabellos geladen werden und Reverse Charge werden wir hier mit dabei haben. Aber es gibt noch ein interessantes Feature und das macht es erst zu dem Highlight,
neben der Kamera natürlich für viele Leute da draußen. Denn ihr habt den S Pen mit dabei. Heißt, den Stift, den wir eigentlich aus der Note-Reihe kennen, den haben wir jetzt hier in der Ultra-Version mit dabei. Es ist ein super Schritt. Es gab ja bereits ein Case für das Fold, in dem man ebenfalls das dann ermöglicht hat, diesen S Pen zu benutzen. Doch jetzt ist das Ganze hier im Gehäuse des S22 Ultra mit verbaut. Die Note-Reihe hat man ja leider gestrichen und deshalb ist es diese Fusion in dieser Ultra-Version, die damit wirklich Ultra ist, weil sie das Ganze einfach bietet. Eine Sache ist dann noch echt interessant, denn bereits ab dem 25. Februar gibt es dann das Samsung Galaxy S22 Ultra für alle da draußen. Und damit startet es vor seinen zwei kleinen Brüdern, denn durch die Chipknappheit, die wir leider haben, lag der Fokus bei Samsung eher auf dem Ultra-Modell, als dass man sagt, dass man die kleineren Modelle nochmal mit versorgt. Und der Preis, ja, der ist echt heiß, denn man beginnt bei 1249 Euro und geht dann gestaffelt nach Speicherkonfiguration oder nach dem internen Speicher bis hoch auf 1449 Euro. Damit stellt sich für mich die Frage, ist dieses Smartphone das wirklich wert? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und dann bin ich gespannt, wie ihr dazu steht. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.